Hallo Freunde, heute wird's elektrisch. Wir möchten euch unser zweites Projekt vorstellen. 12 Jahre Standzeit haben ihre Spuren hinterlassen. Und so muss einiges getan werden, um den letzten KT4D wieder zum Leben zu erwecken. Das letzte Jahr war der Beseitigung diverser Roststellen gewidmet. Und nun können wir uns der Technik vom Wagen 22 zuwenden. Seit Anfang der 1990er Jahre gelangten insgesamt 8 Wagen aus Cottbus nach Schöneiche, welche das Gesicht der Überlandbahn gleich markant veränderten und prägten. Wir haben es uns nun zur Aufgabe gemacht, den letzten Vertreter dieser Art wieder in Betrieb zu nehmen. Alle elektrischen Kontakte müssen überarbeitet, gereinigt, getauscht oder neu eingestellt werden. Nun wird noch einmal alles durchgetestet. Das funktioniert schon mal. Durchschalten von Beschleuniger und Fahrstufen. Auch bestanden. Jetzt wird's ernst. So, Achtung, falls irgendwas ist. Es funktioniert. Also auf zur ersten Probefahrt. Allzu viel Strecke auf dem Hof gibt es leider nicht. Also ging es ein paar Mal hin und her. Auch wenn jetzt alles schon ziemlich fertig aussieht und der KT technisch perfekt erscheint, so ist es noch ein weiter Weg bis zur Zulassung. Jahre und 12 Jahre Stillstand hinterlassen viel Verschleiß. Und damit es auch für euch möglich wird, eine Runde mit diesem KT zu drehen, brauchen wir eure Hilfe. Unterstützt uns gerne mit einer Spende.